Hallo und willkommen bei den drei Herren vom Film. Mein Name ist Thorsten und heute gibt es eine neue Folge zum Thema Thorsten packt aus. Ich habe bei Amazon UK bestellt, also in England, habe diese große Box bekommen und mal schauen, was da drin ist. Einmal. Und zweimal. Und zwar geht es um einmal Star Trek und um zweimal Star Trek. Also, die Star Trek-Filme in zwei Boxen, einmal die alten Filme mit der alten Enterprise und die mit der neuen unter Captain Picard aus einer zweiten Box. Gucken wir uns die im Einzelnen mal kurz an. Nehmen wir zuerst die alten Filme. Ist in so einem Schuber verpackt. Na, wie geht das wohl auf? Zähne. So. Da haben wir also drin enthalten die Filme 1 bis 7. Das war. Schauen wir mal. Also die Box selber ist nochmal in so einem Plastikschuber verpackt. Den muss ich irgendwie wahrscheinlich aufgeben. Ah, man kann den einfach wahrscheinlich ziehen. Ziehen. Schieben. Schieben. Ne? Schieben. Dann öffnet sich sozusagen dieses Verpackungsmaterial. Insgesamt 6 Filme. Die ersten 6 Filme sind darin enthalten. Stellen wir das mal hier. In so einer Art Einzelhüllen. Ich ziehe mal raus. 2, 4, 6, 7 sehe ich aber da. Also scheinbar gibt es da noch eine 7. Bonus, wie ich auch gerade auf der Verpackung noch lesen kann. Auf dieser Bonus, das sind wohl die Trailer. The Captain's Summit heißt die Bonus-CD. Ziemlich ohne Inlet wenig aufwendige Cover. The Captain's Summit, dann die ersten 6 Filme von The Motion Picture, dem ersten Film bis hin zu Teil 6, das unentdeckte Land, The Undiscovered Country. Da die Box aus England ist, ist die Box natürlich auch mit englischer Sprache versehen. Auf den Filmen selber gibt es eine deutsche Tonspur, deswegen ist es eigentlich da kein Verlust, dass die Box aus England selber kommt, denn man kann die Filme wunderbar auch mit deutschem Ton anhören. Die ganze Box war für 30 Euro im Angebot, das heißt, jeder Film kostet, wenn man es runterrechnet, 5 Euro in dieser Version. In diesem schicken Schuber. Hoppala, jetzt wackelt die Wand. In diesem schicken Schuber, der dann wiederum nochmal in so eine Plastikverpackung gesteckt werden kann. Star Trek, die ersten 6 Filme mit der klassischen Enterprise. Die zweite Box dementsprechend sind die neueren Filme. Sieht so verpackt, wie gesagt, aus. Auch hier. Wenn wir nicht mal Zahn anlegen. Und das auf Eating sozusagen machen. Und hier gibt es keine Plastikverpackung, aber auch wieder kleine Filme, also kleine Cases. Insgesamt die 5 Filme, die bis zum 11. Film sozusagen die neue Generation der Enterprise beschreiben. Treffen der Generation, der erste von denen bis hin zu Evolutions, dem letzten Teil, der als Film erschienen ist. Auch hier alle mit deutschem Ton, deswegen ohne Probleme anschaubar. In den Hüllen selber ist nichts Spektakuläres zu enthalten, außer Werbezettel für den neuesten Star Trek Film von 2009 und Paramount, die 100 Jahre Paramount zelebrieren. Sonst nichts Spannendes als Zusatzmaterial in schriftlicher Form. Gut, die Box war günstiger als die andere. Die war bei 25 Euro.
Deswegen sind das dann 2, 4, 5 Filme, auch wieder 5 Euro pro Film. Macht in einer schönen Box doch nicht mal eine gute Figur in meiner Sammlung. Beide Boxen, Star Trek 1 und Star Trek 2, neue und alte Enterprise, jetzt ausgepackt und in meiner Sammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, kurz zuzuschauen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thorsten.